Hallo, herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Machen auch direkt weiter. Wir sollen durch die Geisterstadt kommen. Das hört sich immer sehr positiv an, wenn irgendwas mit Geister zu tun hat. Ich bin mir sicher, wir werden hier ein paar nette Leute begegnen, so Einwohner. Die haben sicherlich was zu erzählen. Freundschaften knüpfen. Da werden wir einiges erleben. Eigentlich will ich das nicht, aber ich komme da glaube ich nicht drum rum. Ist das immer der gleiche Waggon? Kann das sein? 49, 236. Merken wir uns mal. Okay, ja, voll. Wenn die Dunkelheit ist. Immer dabei, uns das Leben schwer zu machen. Oh, knappe Kiste. Gut, mehr fliegt nicht auf uns zu. Ich hab nur nichts gesagt. Ich bin ein kompletter Traktor! Alter Falter! Da bewegt sich noch was. Weg. Dass wir uns da Pfeile verstecken können. Treibt den Puls nach oben. Das ohne weiteres. Hört sich stabil an. Schon wieder, der gleiche Waggon. Sind denn die Zahlen ausgegangen, oder? Naja, kleine Schönheitsfehler lassen wir mal. Schon wieder so ein schöner Abgrund. So. Wo kommen denn gleich die nächsten? Oh, diese Geräuschkulisse. Die Dinger tun ganz schön weh. Was ist das denn jetzt noch? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch irgendwo nicht wissen. Aber es will da durch. Das sieht nach dem Führerhaus von der Lok aus. Es will wirklich da durch. Es kommt immer näher, es kommt immer näher. Jetzt läuft das nochmal zu Ende an. Was die Dunkelheit alles nach uns wirft hier? Oh, Licht. Sicherheit. Was ist das? Ein Schlüssel. Nicht irgendein Schlüssel, es ist der Schlüssel. Ich habe zwar keine Ahnung, für was es ist, aber wir werden es, glaube ich, herausfinden müssen. Safe Haven, sicherer Himmel, ne? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Kommen wir mal rein. Guten Tag. Oh, aufgeräumter als ich dachte. Ich bin zur Munition. Drei Stück, perfekt. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreich, Träumen, Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen.
Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Okay. Hört sich interessant an. Er hat also auch ein Buch geschrieben, Thomas Zane. Jacke, wir Muni. Wir mit. Seiner Frau ist wahrscheinlich das Ähnliche passiert. Er hat Angst vor dem See, die Dunkelheit, die ihn immer mehr einnimmt. Kommt dann bekannt vor. Ein wenig zu bekannt. Ja. Wofür braucht die Dunkelheit einen Holzfäller? Sie fällt doch eh die ganzen Bäume von selber. Ja, okay, der war ein bisschen flach. Alles knarrt hier. Man fühlt sich sicher. Jawohl. Da leuchtet schon wieder was. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Der hat gut reden. Die Socke. Mal Angst haben, wenn ich hier so ein Versteck finde, dass vielleicht irgendwie was auf mich zugerannt kommt. Derzeit sieht das noch einigermaßen sicher hier aus. Ich glaube nicht, dass es lange so bleiben wird. Aber ich kann mich auch irren. Oh, FPS Drops. Vögel. Alle Vögel anleuchten, die auf uns zu kommen. Na komm, traut euch. Wir wollen die nicht hin. Und die Brücke steht hinter uns ein. Zack! Die erste Gruppe ist besiegt. Ja, kommt noch eine. Schneller! Wake! Weg! Mit euch, weg mit euch, weg mit euch! Uah! Weggesprungen. Böses Ding. Ja, und es ist ein Verminschlag. Ja, vom Regen in die Traufe. Staubpartikel in der Luft. Das Atmen. Das Atmen fällt mir schwerer und schwerer. Taschenlampe ist das Einzige, woran ich mich orientieren kann. Ein Stein sieht wie der andere aus. Es ist kalt und nass. Die Höhle, in die ich mich begebe, wird immer tiefer und dunkler. Eine weitere Sackgasse. Komm ich hier raus? Wo ist Alice? Hat der Entführer sie vielleicht in einen alten Minenschacht gebracht?
Ich sehe ein Licht, das sich langsam aufbaut. In der dunklen Höhle. Ich höre Stimmen. Dies ist nicht mal gelogen. Wo kommen diese Stimmen her? Jemand ruft nach. Hier steht etwas auf einen Stein geschrieben. Der Tunnel geht zum Cauldron Lake. Es ruft nach uns. Wir gehen weiter und weiter in die Tiefe. Du wirst so tief, dass sich mein Lichtstrahl in der Dunkelheit verliert. Die Gedanken müssen sich neu ordnen. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Ich bin nur knapp an den Herzkasper entgangen. Wir wollen die Stimmen nicht vermiesen. Wir gehen weiter. Alan? Alan? Wo bist du? Hilfe! Wir hören Alice. Sie schreit nach uns. Nein! Alice? Alice, hilf mir! Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Nichts wie raus hier. Eine weitere Vision. Was hat diese zu bedeuten? Wo ist sie hin? Was hat dieser Ort hier auf sich? Ein weiteres Manuskript, das wieder irgendein Fremder hingelegt hat. Aber er weiß, dass wir hier langkommen werden. Was hat es zu erzählen? Besessene Jäger. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Hui. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Den Tunnel wieder zurückgehen. Der vergessene Wild wartet hier unten. Das ist wahrscheinlich der Cauldron Lake, in dem uns, oder wo wir gerade vorstanden, der kleine Tümpel. Das ist alles verknüpft miteinander. Der Erde wird immer lauter. Ein Licht hinten am Ende der Tunnel. Das rostige Klappern der Ketten hält uns wach. Für wie lange?